Hallo und willkommen zu Kurzgezockt Pathway. Das Spiel gibt's gerade auf Epic. Ich greife wieder alle kostenlosen Games ab. Ich habe das gestern Abend gesehen, habe es mir gerade eben runtergeladen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, wie so oft bei Kurzgezockt. Und wir schauen einfach gemeinsam rein und schauen uns an, was es für ein Spiel ist und was der erste Eindruck so von dem Spiel ist und ob das was für uns sein könnte oder nicht. Und ich weiß nur, es ist halt ein Roguelike, rundenbasiertes Game und ja, die Grafik seht ihr, das ist die Spielgrafik. Es spielt in den 1930er Jahren und ich drücke eine beliebte Taste, um fortzufahren. Ich hatte mein neues Profil heißt neues Profil, weil ich schon mal in die Optionen gehen wollte, kann ich das auch wieder löschen oder umbenennen? Löschen. Ich habe noch gar nichts damit gemacht. So, dann machen wir das nämlich jetzt mal richtig. Und zwar, dann nennen wir das Elori. Ich werde nicht den Hardcore-Modus wählen, was auch immer es ist. Mache ich bei Spielen generell nie. Und dann, was ich ganz witzig fand in den Optionen, was ich vielleicht früher oder später anmache, ist der Tierfreunde-Modus. Angriffe auf Hunde, Soundeffekt abschalten. Ich würde gerne gar keine Hunde angreifen. Aber vielleicht kommt drauf an, wir hören uns das mal an. Eventuell machen wir dann den Soundeffekt aus, wenn das wirklich so sehr fieses Winseln ist oder so. Das dazu. Und aber immerhin haben sie sowas drin. Neues Abenteuer. Mehr Details im Handbuch. Wann immer dieses Zeichen blinkt, kannst du auf dieses Symbol klicken, um mehr Informationen über das aktuelle Thema zu erhalten. Diese Funktion lässt sich unter Optionen deaktivieren. Lassen wir erstmal an. Einstieg, Reisenkampf, Gegner. Okay, das ist das komplette Handbuch, ja. Ein Freund in Not. Kurzbeschreibung. Casablanca, Marokko. Ihr erhaltet einen verzweifelten Hilferuf. Euer alter Freund Morten wurde von den Nazis entführt und in die marokkanische Wüste versteppt. Kurz entschlossen reist ihr nach Nordafrika, um Morten zu finden, bevor ihn die Deutschen hinrichten. Also wie gesagt, es spielt in den 30ern deswegen Nazis und es gibt irgendwie gleich so ein bisschen so einen Indiana Jones Vibe für mich. Aus den alten LucasArts Spielen, muss ich sagen. Schwierigkeit, ein Totenkopf. Und das heißt, die anderen Abenteuer sind dann alle immer ein Stück schwerer. In Arabien, in Ägypten, Palästina. Da, hier! Der Typ auch hier so. Das ist irgendwie so voll Indiana Jones-mäßig, finde ich. Gut, dann gehen wir einen Freund. Was ist da unten? Achso, auch die Seiten. Dann gehen wir einen Freund in Marokko retten vor den Nazis. Gegneranzahl können wir einstellen. Mehr Gegner sorgen für längere, anspruchsvolle Gefechte. Das lassen wir erstmal. Wir lassen erstmal alles auf Standard. Variiere deine anfängliche Reiseressourcen. Okay. Wir haben $500. Doppelklick auf drei Charaktere, um deine Expedition zusammenzustellen. Das heißt, hier kriegen wir die Charaktere erklärt. Wird ein Charakter angewählt, so erscheinen rechts dessen Charaktereigenschaften und eine kurze Zusammenfassung seiner Stärken und Schwächen. Die drei farbigen Balken direkt rechts neben dem Charakter Porträt bezeichnen seine Gesundheit rot, seinen Rüstungswert blau und seinen Mut. Okay, das heißt, man sollte gucken, dass man das so ein bisschen ausgeglichen wahrscheinlich zusammenstellt. Das ist also wichtig zu wissen, Gesundheit, Rüstungswert und Mut. Okay, ich glaube, dass XCOM, es ist auch so ein bisschen wie XCOM, wenn ihr das kennt. Ich habe es nie gespielt, ich habe es ab und zu mal gesehen, aber selbst nie gespielt. Ich glaube, das sind diese Statistiken ähnlich. Die Talente. Lebenskraft, Nerven, Treffsicherheit, Beweglichkeit, Intelligenz, Reflexe, Zähigkeit. Okay. Wir haben Jackson Sheffield, amerikanischer Globetrotter-Experte am Sturmgewehr. Ich gehe die Kamera kurz durch. Natalia Shushkova, russische Wissenschaftlerin, Heilerin, Kämpferin, die nehmen wir wahrscheinlich mit. Prinz Umar Abu al-Arami, arabischer Kunstsammler, große Waffenauswahl, flexible Reparatur, klingt auch gut.
Baron von B, deutscher Hochstapler, fähiger Scharfschütze. Kapitän Louis Piranha Pereira, brasilianischer Dampfbootschmuggler. Wie kann man denn Dampfboote schmuggeln? Oder schmuggelt er auf Dampfbooten und mit Dampfbooten? Weil das stelle ich mir sonst sehr schwierig vor. Miguel Ignacio Caballero, spanischer Bürgerkriegsdichter, Granatenexperte, hasste die Nazis, die ihn zur Verpflichtung nehmen. Das ist unsere Auswahl. Er hat Granaten, das klingt gut, und er hasst die Nazis. So jemanden wollen wir doch auf unserer Seite. Er hat aber nicht. Es ist 2 von 2 Mut. 3 von 3, 3 von 6 mutig, 3 von 3. Okay. Ist nicht der mutigste, aber das ist in Ordnung. Dann nennen wir Nummer 1. Ah, ich liebe das Abenteuer. Nummer 2 ist unsere Ärztin. Für ein neues Abenteuer bin ich immer zu haben. Und jetzt brauchen wir halt noch so einen mutigen Frontkämpfer. Also entweder den Jackson. Sein Sturmgewehr. Du hast... Der Mensch einläuft mit 39. Ich kenne mich halt mit den Waffen noch nicht aus. Du hast einen Schrot. Stimmt, du bist der Scharfschütze. Ich würde sagen, entweder ihn oder ihn. Zwei Kreisenskraft, Treffersicherheit 3. Du hast Treffersicherheit 4. Ja, wir nehmen erstmal ihn. Ich glaube, den soll man vielleicht auch am Anfang mal mitnehmen, weil der hat Treffersicherheit 4. Es hat halt das Sturmgewehr, der kann halt ein bisschen an die Front, würde ich sagen. Strapazen und Gefahren jederzeit. Kleiner, ist nämlich kleiner genannt. Los geht's. Restplätze, Händler und hilfsbereite Freunde können erneut besucht werden. Okay. You take a break in a provincial backwater a few miles beyond Casablanca. This is the last outpost of civilization. Beyond this point is nothing but merciless desert. Morton is out there, somewhere. Okay, danke fürs Vorlesen. Ich darf das aber jetzt wahrscheinlich auch nochmal lesen, weil das eben Englisch war. Ich lese es nochmal auf Deutsch. Ihr rastet in einem Provinznest einige Meilen hinter Casablanca. Dies ist der letzte Außenposten der Zivilisation. Vor euch liegen nun die Dünen der gnadenlosen Wüste. Irgendwo in dieser endlosen Weite muss sich Morton befinden. Okay, das ist alles im Hintergrund, ne? Oh je, das sieht kompliziert aus. So viele Felder. Irgendwo in Marokko. Ihr überprüft kurz, ob eure Ausrüstung sicher festgezurrt ist, dann werft ihr den Motor an. Die Reise geht los. Wir haben immer noch Geld, 500 Dollar, Benzin 15 mal, 65 mal Munition, 5 mal Vorräte. Linksklick auf einen grünen Reiseort, Zielort erforschen. Die Fahrt dorthin verbraucht jeweils ein Benzin. Okay, ich klicke jetzt nicht jedes Mal ins Handbuch. Kann ich auch mit WASD steuern? Ja. So, wir sind hier. Ich kann also entweder hier hingehen oder hier hingehen. Ab durch die Mitte, würde ich sagen. Ein bekannter Ort. Der alte Mann. Die Ziege auf dem Dach, ist gut. Erkennt man, wo wir stehen? Also das ist wohl der alte Mann. Mal gucken. Auf dem Dorfplatz vor euch haben sich die Menschen versammelt, um den Worten eines alten Mannes zu lauschen. Kein Zweifel, ihr seid auf einen Marabu gestoßen. Einen jener weißen Männer und Wanderprediger, die diese kargen Landstriche Nordafrikas durchstreifen. Diese Männer werden wie wahre Heilige verehrt. Ihr zieht daher weiter, um die andächtige Stimmung nicht zu stören. Quietsch. Ein verlassenes Lager. Im Schutz einiger Büsche entdeckt ihr ein verlassenes Wehrmachtslager. Ihr seht euch vorsichtig um und doch von seiner Besatzung fehlt jede Spur. Schulterzuckend durchsucht ihr die Vorräte, die die Deutschen zurückgelassen haben. Ich bin übrigens sehr happy, dass das alles übersetzt ist. Das würde ich nicht übersetzen wollen jetzt.
Beute. Deck die Lootboxes per Linksklick auf und klicke auf deine Beute, um sie mitzunehmen. Entweder einzeln oder indem du auf den Loot-Button drückst. Loot ist immer gut. Ein abgetragener Sockenhalter. Will ich den mitnehmen? Aber der hat einen Wert von 5 Dollar. Okay. Benzin. Und zweimal Vorräte. Ansammlung verschiedener Vorräte wird für erste Hilfe, Reparatur und Granaten benötigt. Alles mitnehmen. Nice. Kofferraum ist noch Platz. Das Inventar links auf die Leiste am unteren Bildschirmrand, Teamansicht. Oder I oder L? War das ein I oder war das ein L? Inventar ist I natürlich. Okay. Ausrüstungstalent. Gestattet das Werfen von Granaten, diese verursachen Flächenschaden. Wieso hat manches so ein Punkt, so ein Plus? Das weiß ich noch nicht. Kann man vielleicht im Handbuch nachlesen. Das hat ein Minus. Minusrüstung. Dein Charakter hält in der aktuellen Runde oder den darauffolgenden Gegnerzug einen Ming Ausweichmuskel. Wieso hat der. Weiß ich noch nicht. Okay, vielleicht lernen wir das noch. Kann ich gerade mal Gruppeninfo. Da geht's um Equipment. Oh ja, mal schauen, warte, ich will gerade noch mal gucken, weil wir hatten jetzt, und das ist ja Wertsachen, wir haben nichts eingesammelt, das wir, glaube ich, ausrüsten können für irgendwen. Okay, wir können jetzt nach oben oder nach unten gehen. Das ist wahrscheinlich ein Händler oder was? Und das sieht mehr so nach dann irgendwelchen Aktionen aus. Ich gehe mal nach oben, weil ich immer wissen muss, dass das da oben ist. Irgendwo in der Wüste. Ein einzelnes Schaf trottet am Pistenrand daher. Nach einer kurzen Pause fahrt ihr weiter. Okay. Ein Schaf, das war jetzt super spannend. Wir müssen halt auf die Muni achten. Aufs Benzin. Das Dorf vor euch ist in heller Aufregung, denn ein reisender Händler ist eingetroffen. Tatsächlich habe das Händler-Symbol sofort erkannt. Als er euch erblickt, winkt er euch zu und breitet dann seine Waren aus. Das war jetzt sein gar nicht so schwerer Satz mit sehr vielen Vorlesefehlern. So, ich will gerade einfach mal gucken, was ich handeln könnte. Okay, mit Rechtsring verkaufe ich. Ich kann meine Wertsachen verkaufen. Das machen wir. Jetzt haben wir 5 Dollar mehr. Das ist ja der Wahnsinn. Ich kann Benzin kaufen. Oder Vorräte oder Munition. Wir haben noch 12 Benzin. Das sind 12. Punkte auf der Karte. Das ist nicht so viel. Ich kaufe mal Benzin zur Sicherheit. Das ist echt viel Geld für ein Benzin mehr. Jetzt habe ich 13. Das ist teuer, Benzin. Wow. Okay. Dann würde ich sagen, warum vielleicht irgendwie so, dass wir zu diesem Fragezeichen kommen. Ein Wüstenflugfeld. Mit Hundi. Oje, müssen wir kämpfen? Ja. Als ihr über den Dünenkamm späht, könnt ihr euren Augen zunächst kaum glauben. Die Deutschen haben hier in der endlosen Wüste ein improvisiertes Flugfeld angelegt. Während Leute laute Befehle und Motorengeräusche durch die Luft hallen, kauert ihr hinter eurer Düne, um euer weiteres Vorgehen zu beraten. Überfall oder Rückzug. Wir wollen natürlich mal Kampf sehen. Ist die Frage, ob dieses Bild korrekt darstellt, was da passiert? Also, dass wir dann 1, 2, 3 Gegner haben und 2 Hundegegner? Das ist einiges. Wir gucken mal, was passiert. Das finden wir noch raus, wenn wir es ausprobieren. Ja, Beute einsammeln hinterher.
Platzierung. Platziere deine Charaktere per Linksklick auf den grünen Startfeldern. Gucken gerade nochmal ins Handbuch. Zum Kampfbeginn werden alle Charaktere zunächst innerhalb der grünen Fläche platziert. Mit den Links- und Rechts-Pfeiltasten kannst du zwischen einzelnen Platzierungen Einheiten hin- und her- werden. Okay. Überraschen die Reisegefährten ihre Gegner oder handelt es sich um ein spontanes Aufeinandertreffen, so verfügen sie über ein weitreichendes Startareal. Geraten die Charaktere hingegen selber in einen feindlichen Hinterhalt, so haben sie nur geringe Platzierungsspielraum. Wir haben, glaube ich, den Vorteil, weil wir von der Düne aus schon mal runtergeguckt haben. Deswegen haben wir ganz viele Platzierungsvorteile. Okay. Wo sind denn jetzt die Gegner dann? Sehe ich die schon? Links ist das Flugfeld. Okay, da haben wir einen Gegner. Und hinter dem Flugzeug ist noch einer, das ist der Hund. Da hinten ist auch noch mein Hund. Die sind ziemlich weit auch verbreitet. Und da ist der Typ. Okay, das ist gar nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. So, ich sehe XCOM, ne? Da ich das nie gespielt habe, habe ich jetzt keinen Vorteil. Ich habe keine Ahnung, wie gute Platzierung ist. Ich würde ihn mal hier hinsetzen. Sie kommt ein bisschen weiter nach hinten. Glaube ich mal, oder? Es ist also wenig Deckung überall, oder? Da setze ich sie hier hin. Ich hoffe, er kann halt hier so über die das drüber werfen, seine Granaten. Da ist er ja total, also da würde ich niemanden hinstellen, weil das ist komplett hier frei, ne? Ich stelle sie mal hier hin, da ist sie vielleicht, weil sie da von zwei Seiten geschützt ist, und ihn dann hier, damit er vielleicht da vorbeischießen kann. Überraschungsangriff. Du eröffnest den Kampf mit einem eigenen Zug, bevor der Gegner reagieren kann. Okay, jetzt wird's interessant. Fernkampfangriff. Schnellfeuergarbe. Beschießt mehrere Einheiten, wenn sie in einer Reihe stehen. Das brauchen wir momentan nicht. Granate werfen. Ausschlag brauchen wir auch gerade nicht. Warnschüsse brauchen wir auch gerade nicht. Gehen wollen wir eventuell auch noch nicht nachladen. Abtauchen. Wenn du abtauchst, erhältst du in der aktuellen Runde oder dem darauffolgenden Gegnerzug einen Bonus von 100. Okay, kann ich denn... Ich kann vielleicht auf Fässer schießen, ne? Später mal. Wenn die neben dran stehen. Ob ich den schon überhaupt... Den kann ich doch bestimmt noch gar nicht treffen. Okay, das ist meine Reichweite. Achso, das ist ja auch eher, ne? Ich hab grad, ich dachte, ich steuere ihn. Gucken, wie weit er seine Granate werfen kann, auch nicht viel weiter. Okay, dann würde ich sagen, abtauchen. Dann kriege ich einen Bonus, und weil ich will momentan nichts machen. Zusätzlich Punkte. Kann der einfach bleiben, oder? Ich meine, er kann auch da hochlaufen. Eine Einheit genießt Deckungsschutz, sobald sie sich direkt horizontal oder vertikal neben einer Deckung aufhält. Kann ich auch mal da hingehen? Ich probiere einfach ein bisschen aus. Jetzt sind die dran. Müssen halt jetzt alle erstmal rankommen, weil sonst kann ich ja nichts machen. Der Hund, oh, die Hunde haben eine große Reichweite. Also Laufreichweite. Na, wie könnte ich mit ihm. Wenn ich dahin gehe, da sind ja noch die Häuser im Weg. Der Hund kann rumkommen. Geht das? Jeder Charakter darf maximal zwei Aktionen pro Zug ausführen. Maximal eine Angriffs- und eine Bewegungsaktion.
Oder zwei neutrale Aktionen. Das heißt, ich darf wahrscheinlich tatsächlich angreifen, aber ich habe keinen Schusslinie momentan. Ich kann also wirklich auch auf das Fass schießen, das ist gut. Also ich kann aufs Fass schießen und ich habe keinen, falls hier einer durchkommt, ich kann da und dahin schießen. Gut. Ich weiß noch nicht, ob ich das Abtauchen richtig einsetze, aber schau mal. Okay, der kommt rum. Die beiden da oben kriegen jetzt was zu tun. Hundis, bleibt bitte weg. Ich mag euch, ich will euch nicht töten. So. Aber ich muss sie töten. Ich würde tatsächlich erstmal den Hund ausschalten, weil der weiter laufen kann als der Typ. Gesundheit 25, damit 25, Angriff 50%. Der hat ja nicht viel ausgehalten, ja, der arme Hund. Ich glaube, ich werde tatsächlich den Ton ausschalten. Für die Hunde, das ist mies. Dann könnte ich... Bin ich hier... Hier habe ich Deckung nur von der Seite. Ich bleib, wo ich bin. Nachladen. Was hast du für eine? Du hast eine Pistole. Sie kann auch sprinten. Sie hätte sich wahrscheinlich auch um den Hund kümmern können. Okay, wir bleiben erstmal hier. Köder, erste Hilfe. Köder wirft einen Köder aus, um Hunde und Zombies. Oh, Zombies wird es auch geben. Für eine Runde abzulenken. Interessant. Sie bleibt, wo sie ist. Die sitzt da gesund, glaube ich. Das war unglaublich knapp, sagt sie. Das ja. Vielleicht sollte man sich doch auch bewegen und dann hat man den ersten Schuss, oder? Das kann sein, dass es genau wirklich doch besser ist. Nein, sie hat nicht getroffen. Kann sie nochmal? Nein, kann sie nicht. Sprinten. Erste Hilfe braucht, glaube ich, gerade keine. Geh mal. Geh mal darum. Nicht, was das Ding für eine Reichweite hat. Yes, ich habe ihr mehr Schaden gemacht, als ihr mir. Drücke Tab, wenn du deine Bewegung auf eine neue Position planst, um zu sehen, welche Gegner von dort aus mit welcher Trefferwahrscheinlichkeit angegriffen werden können. Was? Also, ja. Gegner außerhalb der Reichweite oder hinter Mauern werden besonders angezeigt. Okay, dass wir Angriffsreichweite haben wir ja schon gesehen. Das heißt, der kann mich zu 50% treffen, wenn ich hier hingehe. Okay. Kann ich für mich irgendwas verbessern? Ich gucke halt gerade... Wenn ich hier hingehe, kann er nicht mehr angreifen, aber er hat auch noch 50% Chance. Aber das mache ich gerade mal. Dann haben wir einen Typen weniger, der uns direkt angreifen kann. Kann es da nicht hinwerfen? Ich habe dich echt scheiße platziert, ich sehe schon. Wie ist mit dem? Ja, ich muss mich bewegen. Wenn ich mich dahin bewege, kann ich doch eine Granate dahin werfen. Gegnerische Rüstungen verringern eingehenden Schaden. Jeder Treffer senkt jedoch den Rüstungswert. Manche Schadensarten werden durch Rüstung stärker oder schwächer beeinträchtigt als andere. Den haben wir jetzt auf die Hälfte schon runter. Gut.
Ja, das habe ich befürchtet. Das war aber jetzt nur Rüstung minus 2. Nein! Die Hunde haben halt keine Rüstung. Oh, scheiße. Die zwei hier oben sind jetzt echt ganz schön eingekesselt. Aber ich lerne halt auch gerade erst. Sei da den Hund ausschalten. Weil ich da weiß, dass er auf jeden Fall direkt drauf geht. Ich gehe mal darüber. So, du bist dran. Wie sind meine Trefferchancen auch 50% oder was? Das ist ja, glaube ich, dass das unten drunter steht hier. Okay. Weil er stand am freisten, deswegen dachte ich, vielleicht besser. Feindkontakt, besiege einen Deutschen. Yay! Diese bösen scheiß Deutschen. Dann gehe ich dahin. Oder gehe ich da nicht hin? Ich überlege gerade, ob ich sie sozusagen schütze, aber. Das könnte auch eine dumme Idee sein. Ich bleib, wo ich bin. Er hat's vergeigt. Nein, ich aber auch. Shit. Hechtsprung. Okay. Müsste sie nicht mal wieder dran sein? Welche Reihenfolge die rankommen, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wir sind wieder bei ihm. Ich gehe jetzt doch dahin, dann habe ich echt bessere Schusslinie. Ach so, das weiß ich. Oh, ich hab gedacht, ich bin aus irgendwelchen Gründen drauf. Schön, das habe ich ja gut gemacht. Jetzt war sie endlich mal dran und jetzt habe ich es verpeilt. Ich werfe jetzt mal keine Granate, weil ich habe nur noch eine. Ich wollte es am Anfang nur mal machen, um mal zu gucken, wie es funktioniert. Dann gehst du mal darüber. Ist halt alles noch Lernprozess hier. Aber der ist fast tot. Er hat zwar noch einiges an Rüstung, aber kaum noch Leben. Okay. Den treffe ich natürlich von da aus. Oh, ne, treffe ich gerade so nicht. Ja, schaffen wir das? Warte mal. Ach so, ja, richtig nachladen, da war ja was. Shit, das sollte ich bei jedem Mal machen. So, wir haben jetzt noch dich. Du bist ganz da hinten. Sonst haben wir, glaube ich, niemanden mehr. Dann wage ich mich mal nach vorne. Sie geht wieder da hoch. Muss sie auch nachladen? Sie hat noch 4 Schuss. Das ist genug. Der versteckt sich da jetzt bestimmt.
lässt uns zu ihm kommen. Ich will nicht den zu direkten Weg nehmen. Da kommt jetzt nachladen. So können wir ihn dann hochziehen. Okay. Tut mir, ja, der bleibt jetzt da. Würde ich auch machen. Der läuft einfach hin und her, ja. Ich werde nicht an das Fass da gehen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Hier ist so frei. Und ich komme halt noch nicht dahin. Ich will noch nicht an das Fass ran. Ich gehe einfach an die Ecke hier. Was machen eigentlich meine anderen beiden? Ach so, ich darf die tatsächlich. Wie gesagt, wir lernen das alles noch. Ich darf die tatsächlich selbst auswählen. Durchwechseln, nicht vergessen. Achso, ah, ich habe wieder vergessen durchzuwechseln. Ach Gott. Ja, das ist. Weil es gibt Spiele, die wechseln halt deine Leute von sich aus durch. Das in jedem Zug ist ein anderer dran. Und das Spiel macht das aber nicht. Deswegen ja, muss ich aufpassen, mich dran denken, dass ich das selbst mache. So, ich will ja eigentlich mit dir jetzt erstmal gucken. Die Prozent. Gehen wir mal dahin. Sehr gut. Du gehst dahin. Du kannst noch nicht schießen. Okay. Ach, jetzt wieder den anderen nicht angeklickt. Echt von hinten? Scheiße. Ja, gut, das war nicht blöd. Gar nicht so dumm. Okay, die Reichweite hast du mit ihrer Pistole nicht. Ich glaube, wir müssen dich mal hier ranholen, das geht ja nicht. Er ist ein bisschen im freien Feld. Also ist das jetzt mal. Naja, da hat sie eh auf den abgesehen. So. Hier haben wir so ein klein bisschen Deckung. Und das war's. Ausgeteilten Schaden 194, Treffergenauigkeit 67. Benötigt die Zeit 17 Züge, 19 Minuten. Alle Waffen nachladen. Zurück zur Karte. Ich habe kein Loot eingesammelt. Wie macht man das? Ach ja, hier. Wollte ich gerade sagen. Warte, wir haben doch den Hinweis bekommen. So ein Loot sammeln. Also, ein Gewehr, ein Sturmgewehr, Vorräte, ein Monokel und ein Füllhalter. Ja, mega. Wahrscheinlich auch gerade wieder zurückgehen können, nochmal zum Händler.
Ihr erspäht einen großen Trupp der Wehrmacht, der hier sein Lager aufgeschlagen hat. Noch scheinen sie euch nicht bemerkt zu haben. Einen großen Trupp. Oh, das wird dann vielleicht ein längeres Gefecht. Was soll das Feuer öffnen? Sie sind hier zum Nazis töten, das machen wir dann auch. So. Da ist Nummer 1. 2, 3, 4, 5. Schätzungsweise 5. 5. 5 und keine Hunde. Apropos, kann ich. Ich kann, glaube ich, gerade nicht. Ins Menü machen wir nachher noch mit dem. Dingens, ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Darf ich jetzt? Ja, genau, mit den Defrei-Modus, das war das. Okay. Kann ich fortsetzen? Wir haben. Okay, wir sind also vom letzten Kampf noch angeschlagen. Wir haben zwar die Sachen nachladen können direkt, aber jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich muss eventuell mal durchheilen und sowas. Er hat zum Beispiel ziemlich viel Schaden genommen. Wie ist das denn? Dich selbst und deine Freunde. Da musst du ja wahrscheinlich aber nah ran. Ich habe so das Gefühl, diesen Zug verlieren wir vielleicht. Ich bleibe mal, wo ich bin. Erstmal mal gucken, was die machen jetzt, die anderen beiden. Die anderen fünf. Oh oh. Das ist ein Sniper-Scharfschütze, ne? Schätze ich mal mit dem Auge und ja, weil mir hier angezeigt wird, das trifft ja alles. Nein. Das Ding ist, würde ich ihn halt echt gern erstmal heilen. Deswegen werde ich die beiden hier unten halt zurückziehen. Ist sie da wirklich direkt dran? Ist halt noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Er ist jetzt im Scharfschützen am Visier. Kann ihn aber selbst noch nicht angreifen. Ich will ihn jetzt auch nicht zu weit reinziehen. Dann gehen wir mal. Shit. Okay, okay, verstehe. Gut, verstanden. Der muss bleiben, wo er ist. Das könnte übel enden, diese Runde. Oh, geklappt. Er ist ein bisschen am Arsch da oben. Er kann sich halt jetzt auch nicht wirklich bewegen wegen dem Scharfschützen, ne? Das heißt, ich kann nur. Kann ich mit meiner Granate vielleicht beide versuchen zu kriegen? Naja, das geht an ihm vorbei, da kann ich es nicht hinwerfen. Schade. Musst du nachladen? Hm. Ich kann wahrscheinlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es einen Grund gibt, nicht nachzuladen. Okay, der ist fast hinüber. Gut. Oh, die haben auch wenig Rüstung. Okay. Der Scharfschütze ist halt problematisch. Die mit den Visieren, die haben mehr Rüstung, aber die ohne haben keine. Nein, 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 nein.
Das ist scheiße. Ich kann mich halt nicht zurückziehen, solange der Scharfschütze da oben ist. Ja. So ein Dreck, ey. Was ein Mist. Fürchte, er ist echt hinüber. Dann heile ich wenigstens hier unten mal. Und dann gehst du. Okay. Such dem da oben halt irgendjemand zu helfen. Umrundet. Es wird kritisch. Nein, ich kann den echt nicht treffen von hier aus. Achso, ich habe wieder den Ver... Ja, ich denke, ich habe den ausgewählt, so. Ja, das ist alles dein Punkt, das tut mir zu leid. Okay. So doof. Okay, gut, dann kann der wenigstens von hinten jetzt nicht mehr getroffen werden. Und du bleibst, wo du bist. Vielleicht kriegen wir es ja noch. Na, gut, dass der so gut ausweichen kann. Ja, der Scharfschütze hat sich endlich mal bewegt. Ich will dich nicht zu weit nach vorne schicken. Dein. Kannst ihn noch nicht treffen. Okay. Ist mal ein Versuch wert. Ich probiere es jetzt einfach mal gucken, ob das geht. Ja, oh Gott sei Dank. Gut, dann kann sie ihn vielleicht heilen. Sie muss nur wieder ein bisschen näher ran. Das von hier aus trifft sie in jemanden. Okay, Runde beenden. 3 gegen 3. Noch können wir es keinen kriegen. So, du gehst jetzt erstmal dahin. Heilung. Okay. Kann man irgendwie... Ich will an den Scharfschützen ran. So, sorry, ich wurde gerade von der Türklinge unterbrochen. Okay, ich muss mich gerade... Ich weiß jetzt nicht, wo die hingelaufen sind alle. Also erst da.
Der hat sich zurückgezogen. Okay. Du willst schon wieder mich flankieren. Ich sehe schon, ach Scheiße, das gelingt dir wahrscheinlich auch. Dann muss ich darum. Bei ihm habe ich das Nachladen vergessen. Dann ziehen wir die beiden mal wieder ein bisschen nach oben. Das war knapp. Ja, und das war sein Ende. So, das sind jetzt wieder die Scharfschützenfelder. Das ist ja gut, wenn man die sich merkt. Interessanterweise kann der da nicht hinschießen. Hätte ich den jetzt schon bewegen sollen, ist natürlich die Frage. War das dumm? Ja, er sitzt fest, ich kann ihn nicht bewegen. Ich würde ihn schon ganz gerne irgendwie auf den oder das, die Tonne da ist auch blöd, aber der kann jetzt sich wirklich gar nicht mehr bewegen durch den Scharfschützen. Vielleicht kriegt sie ihn von hinten. Mit ihr rechnet er nicht. Das ist jetzt blöd. Den Typ hatte ich irgendwie unterschätzt, muss ich zugeben. Fifty-fifty, wenn ich dahin renne. Was machen wir denn mit dir? Der ist so oder so gearscht. Ich versuch dahin zu kommen. Nee, der geht dann gar nicht aus der Deckung, ne? Das ist nur, okay. Ich wollte es nur noch mal testen, ich war nicht mehr ganz sicher. Der gar nicht, ja, aber geht gar nicht. Er sitzt halt komplett fest. Okay. Das haben wir vermasselt, aber so ist es halt. Da war ich mir dann letztendlich doch zu sicher. Die sind echt gut im Ausweichen. Du gehst jetzt hier rein und du machst jetzt alle fertig. Lebe ich noch? Oh ja, gerade so. Eigentlich kann er sich bewegen. 100%. 50%. Der kommt, gehst es mal dahin. Gut, sie hätte jetzt nicht so weit zurückziehen müssen. Der hat das jetzt erledigt. Dann gehst du wieder zurück. Können wir mit dir was machen? Du kannst sogar treffen. Ja, sehr gut. Er hat es geschafft, er hat alle erledigt. Er war echt tough in der Runde. Er hat
hat wirklich, der hat den Meister abgekriegt und die Meisterarbeit erledigt. Ich so das Gefühl. Wunderbar. Alles mitnehmen. Und dann beim nächsten Mal würde ich sagen, nehmen wir noch so ein paar Runden von dem Spiel mit. Das heißt, wir gehen hier nochmal, vielleicht, dass wir mal gucken, was hier noch so ist. Ich weiß nicht, ob ich, das ist mein Ziel, ob ich wirklich, vielleicht machen wir das wenigstens die erste Kampagne sozusagen geschafft haben. Vielleicht mache ich bis dahin. Mal gucken. Kommt darauf ein bisschen drauf an, wie ich Lust habe, wie die Reaktionen von euch sind zu dem Game und so. Ich denke, ich mache aber vielleicht noch ein zweites Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.